Ladies and Gentlemen, it's Vintage Review Time. Hier geht's um Houston Kettner Vintage Equipment, was ich schön integriert habe, zusammen mit einer 1x12er Tubemaster Box von Houston Kettner gerade. Was haben wir vor uns? Wir haben den Crunchmaster vor uns. Wer ihn nicht kennt, das ist der große Bruder von der Cream Machine. Ich zeig's euch mal kurz. Hergestellt, gucken wir gleich. Ich habe nämlich was. Hier ist das Buch Into the Blue, was ich nur jedem empfehlen kann. Da geht es nämlich um die Geschichte von Houston Kettner. Hier ist dann auch die Originalwerbung drin zu den drei damals erhältlichen Modulen Cream Machine, Crunchmaster und der CF100. Das war eine Endstufe, die es dazu gab. Und das Ganze findet ihr im Kapitel, jetzt muss ich mal gerade gucken, 1985 bis 1989. Also irgendwo in dem Zeitraum wurde dieser Crunchmaster gebaut. Mit was haben wir es hier zu tun? Es ist ein Gitarrenamp mit zwei Röhren, ECC 82 und 83. Die beiden übernehmen den Job Vor- und Endstufe. Und ich habe jetzt wirklich nichts anderes als dieses 9,5 Zoll Ding an der 1/12er dran. Was ich noch hinten raus habe, ist ein quasi Redbox-Ausgang plus zwei Line-Ausgänge, mit denen ich dann zum Beispiel bei einem Zwei-Kanale-Amp, so wie dieser Showman hier, ich meine jetzt nicht Zwei-Kanale im Sinne von umschaltbar, sondern wirklich zwei Eingänge, das Signal aufsplitten kann, nämlich einfach linear durch, Gitarre ohne Bearbeitung auf den ersten Kanal und dann diesen verzerrten Sound, den wir gerade hören, auf den zweiten Kanal. Und damit habe ich mein Zwei-Kanale-Amp erhalten und habe aber zwei verschiedene Sounds abrufbar. Ist tierisch erdacht damals und war ein Riesenschlager. Ich selbst hatte eine Cream Machine und habe die sehr, sehr dafür geschätzt, dass sie eben diese Möglichkeit hatte, einfach schnell eine Box anzuschließen und einen Ersatzamp zu haben. Ansonsten habe ich das Ding als Vorstufe vor meinem 800er genutzt. Es gibt nichts, was universell einsetzbar wäre und ich habe jetzt hier die Lautstärke vom Master so auf 4 und das ist eigentlich schon zu laut für hier Mietwohnung. Die Regler gehen wir kurz durch. Gain, dann haben wir Bass, Middle Treble und Master. Wir gehen mal durch. Da hören wir schon, die Potties gehören mal gereinigt. Bei den EQs war so, die waren sogar ziemlich fest, aber sie funktionieren. Und der Bright-Schalter macht auch nochmal richtig schön Höhen obendrauf. Maximales Gain ist wirklich nur Crunch. Aber wenn ich den so auf 1, 2 Uhr stehen lasse und dann zum Beispiel hier ein ODR1 von Nobles davor schalte, kann man den schon ganz gut anboosten. Was bleibt sonst noch zu sagen? 9,5 Zoll, das Gehäuse ist gut erhalten, muss man fast sagen neuwertig. Von der Röhre her meine ich rauszuhören, dass vielleicht die Vorstufenröhre dann auch irgendwann mal ausgetauscht werden dürfte. Ansonsten guckt euch die Bilder bitte auf der Reverb-Anzeige an, denn dieses Produkt ist verkäuflich auf Reverb. Hier unten ist die Beschreibung in der Description drinne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß damit, wenn ihr der glückliche Käufer sein solltet.